Heute ist wieder Wiegetag. Ja, das war mir klar. Viel kann in der Woche auch nicht passiert sein. Aber immerhin keine Zunahme. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze wieder im Büro und habe ordentlich was zu tun. Und ich habe heute leider wieder mal noch nicht gefrühstückt. Ich muss mir gleich mal ein paar Eier machen, weil so geht das nicht weiter. Ich muss dreimal am Tag ordentlich essen. Alles andere ist einfach Mist, habe ich festgestellt. Ja, Deutschland hat leider gestern verloren. Schade, schade. Ich fand, es war die bessere Mannschaft, aber sollte irgendwie nicht sein. Egal, jetzt drücken wir Frankreich und oder Portugal die Daumen. Mir ist das fast Wurst, nur weil Frankreich ja Gastgeber ist, finde ich das vielleicht ziemlich cool, wenn die auch nee, Weltmeister, es ist ja gar nicht Europameister werden würden. So, ich mache weiter. Mittagessen. Ich mache Schnitzel und jetzt versuche ich hier gerade schöne Bratkartoffeln zu machen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Mensch, jetzt habe ich gar nicht gefilmt und wir sind schon fast fertig. Hier also meine Bratkartoffeln mit schönen Bohnen. Da. Und dann gibt es Das hier noch. sind keine Bohnen. Na, du nicht, aber du Ach hast so. jetzt das Chicken hier. Das ist nämlich Chicken YOLO! in einer schönen Soße. Lecker. Wunderschönen guten Abend. Ich bin wirklich immer verrückt, wenn ich am PC sitze und dann eine PowerPoint-Präsentation animiert mit Sprache und so weiter bastel und mit Kurven und Fliegen und rein und raus und so weiter, dann vergesse ich einfach die Zeit, dann vergesse ich alles. Dann sitze ich da und mache und mache und mache und es ist jetzt schon 10:30. Nebenbei gucke ich dann immer hier, guck mal, jetzt gucke ich gerade Rosins Restaurant. Das gucke ich dann mir immer so an, irgendwelche schönen Filme. Und dabei mache ich hier an meinem PC die Sachen. Also ich weiß auch nicht, ich bin echt verrückt, was das angeht. Ich habe natürlich nichts Vernünftiges mehr gegessen seit heute Mittag, aber das hier. Shit. Naja, so, jetzt gehe ich so langsam ins Bett. Gute Nacht.